Hi, ich mache euch heute ein Video, wo ich euch 4 bis 5 Bewerber und Bewerberinnen vorstelle, die ich auch super interessant finde. Und nein, ich hatte kurz überlegt, natürlich nur welche zu machen, die mehr als 10.000 Follower haben, um mir nicht selber ins Bein zu schneiden. Aber ehrlich gesagt, interessante Bewerbungen sind interessante Bewerbungen. Und deswegen will ich euch eigentlich mal so meine momentan Favorites vorstellen. Die erste Bewerberin, die ich euch zeigen würde, falls ihr das Video noch nicht kennt, ist Hanna. Ich finde sie super spannend, weil ich glaube, viele trauen ihr das gar nicht zu. Also sie macht natürlich so wie ich viel in der Wildnis so mit Fotografie und Film, wobei ich ja eher der Filmtyp bin. Ich glaube, sie wird da bestimmt ein bisschen unterschätzt und ich glaube, sie hat es drauf. Und jetzt abgesehen, also egal, wen ich euch jetzt hier vorstelle, ich könnte mir mit allen auf jeden Fall vorstellen, abgesehen von Seven vs. Wild irgendein Abenteuer zu machen, weil ich die super spannend finde alle. Und Hanna finde ich interessant, weil sie auch ein scheinbar sehr ruhiger Typ ist, also so wie ich. Das heißt, ich glaube, das Teamplay ist dadurch einfach. Und ich glaube, sie ist auch jemand, der eher mal nachgibt, um den Frieden zu bewahren, was in manchen Situationen hilfreich ist, weil es ist in so einer Situation natürlich immer ein Geben und Nehmen. Und manchmal muss man mehr geben, als man nimmt. Das ist einfach so. Man muss halt bloß den richtigen Moment dafür finden. Darf sich natürlich auch nicht die Butter vom Brot nehmen lassen, wenn es drauf ankommt. Aber an sich ist das, glaube ich, eine sehr, sehr gute Eigenschaft. Den nächsten Bewerber, den ich euch gerne vorstellen will, schaut euch das Video an, falls ihr es nicht kennt, ist der Zugvogel, also so nennt er sich auf YouTube. Und finde ich auch sehr spannend. Die Bewerbung fand ich ganz putzig, aber halt auch intelligent. Und ich glaube, er bringt halt genug Fähigkeiten mit aus dem Wildlife oder aus dem Naturleben. Da kann was gehen auf jeden Fall. Und ich glaube, er ist auch ein entspannter Typ. Entspannte Typen sind halt wichtig bei sowas. Es bringt halt nichts, wenn du jemanden hast, der permanent Panik schiebt oder der nie zufriedenzustellend ist. Man muss sich ja in der Natur einfach auch fallen lassen können, sich komplett drauf einlassen, auch wenn es unangenehm wird. Die Natur ist rau und sie fühlt sich manchmal sehr gemein an, aber die Natur ist immer fair. Und solange man nach den Regeln spielt und die Regeln beachtet, ist alles cool. Und deswegen glaube ich, ist er da auch gar nicht verkehrt. Den nächsten, den ich ganz spannend finde, ist, ich sage jetzt mal, der Rentner. Berliner Jung. Finde ich auch super spannend. Ne? Menschen mit Lebenserfahrung, der kann dir bestimmt am Feuer Geschichten erzählen, die du einfach aufsaugst. Weil das sind Erfahrungen, die man selber ja erstmal machen muss. Und ich glaube, auch er ist ein sehr ausgeglichener Mensch. Also ihr merkt schon, alle, die ich jetzt hier irgendwie vorschläge, sind scheinbar sehr ausgeglichen. Kommt aber noch eine Person, wo ich denke, es ist genau anders. Ich glaube, der würde auch gut ins Bild passen. Und sicherlich wird es viele geben, die sagen, ja, aber der ist, ich glaube, 65. Wenn da was passiert oder die Kondition oder irgendwas. Ja, glaube ich aber nicht. Denn wenn jemand so aktiv ist wie er in seinem Alter und das alles noch gut hinkriegt, was definitiv so der Anschein ist, dann mega. Also ich glaube, da kann man nur von profitieren, auf allen Seiten. Kommen wir vielleicht jetzt zu einer Bewerberin, die da ein bisschen aus der Reihe tanzt. Also ich glaube auch, dass sie entspannt ist, aber die ein bisschen quirliger ist, nehme ich mal an. Das ist Affe auf Bike. Was sie macht, also generell, riesen Respekt davor. Also ich kenne nicht viele, die das Zeug dazu haben, das einfach zu machen, was sie macht. Finde ich super spannend. Und ich glaube, auch ihr größte oder stärkste Eigenschaft ist das Mindset. Weil du brauchst für das, was sie tut, brauchst du ein sehr gutes Mindset. Weil es gibt immer Tage, die dich runterziehen. Dann alleine größtenteils, das ist schon nicht ohne. Also riesen Respekt. Ich glaube, das wäre sehr lustig. Auch sicherlich hier und da mal vielleicht ein bisschen anstrengend.
weil sie, glaube ich, auch ein bisschen quirlig ist und auch so eine kleine Sprungfeder. Immer mit Ideen und immer, aber das finde ich ja gut, das brauchst du ja auch, ne? Der letzte Bewerber, den ich euch gerne vorstellen will, da habt ihr das Video bestimmt auf jeden Fall gesehen, ist Tom, Angehöriger des KSK. Super spannender Charakter und jemand, vor dem ich auf jeden Fall, ohne ihn zu kennen, einfach riesen Respekt habe. Ja, vor dem, was er geleistet hat, was er noch leistet und einfach alles, mit dem er zu kämpfen hat. Ja, das, eigentlich kann man nichts anderes sagen. Das ist ein riesen Respekt, der da bei mir vorherrscht. Und ich glaube, wenn ich zum Beispiel mit ihm als Team agieren müsste und er natürlich die ganze Zeit die Sturmmaske tragen muss, würde ich einfach aus Partnerschaft einfach auch eine die ganze Zeit tragen. Auch wenn es sicherlich manchmal nervt, aber hat ja auch Vorteile. Abgesehen von seinen Skills ist er, glaube ich, auch einfach ein krasser Typ. Weil ich glaube, zum einen, was er gelernt hat in seinen Ausbildungen und im Einsatz, der Mann bleibt ruhig, entspannt, fokussiert und wird sich auch nicht einfach so hinsetzen und sagen, ja, mach mal. Außer es ist für ihn, dass er dem anderen so einen kleinen Lernprozess auf den Weg geben will. Dann kann ich mir das ganz gut vorstellen, dass er einen auch mal machen lässt. Aber ich glaube, mit ihm hätte man auf jeden Fall jemanden an der Seite, auf den man sich definitiv verlassen kann und der auch wahrscheinlich in 99% aller Situationen genau weiß, was zu tun ist. Das wäre auf jeden Fall jemanden, dem ich es auch wünschen würde, da dabei zu sein. Also ich wünsche es eigentlich allen. Ja, krasser Typ. Also ich glaube, also wäre mega, wenn er dabei ist. Und damit ist auf jeden Fall der Buddy safe. Ja, aber es ist ja auch immer geben und nehmen, wie immer. Das heißt, der andere muss auch leisten und auch, ja, mitziehen. Das ist ja auch immer das Wichtige. Und ich glaube, Tom ist auch jemand, der gut motivieren kann, das zu tun und zu schaffen. Ja, schaut mal gerne wieder vorbei. Ich werde natürlich jetzt mal versuchen, natürlich auch mehr von meiner Arbeit zu zeigen und natürlich auch so ein bisschen das Drumherum, ne? Also wie versorge ich mich auf so Geschichten, wenn ich unterwegs bin. Weil jeder, der es kennt mit Filmtechnik, eigentlich ist der ganze Rucksack voll mit Filmtechnik und es bleibt eigentlich wenig Platz für, ja, Versorgung, ne? Also bis auf Medikit oder sowas. Da könnt ihr euch auf ein paar Sachen freuen.